Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, sexualisierter Missbrauch von Kindern und Kinderpornografie gehört sicherlich zu dem Schlimmsten, was Menschen anderen Menschen antun können. Und auch wenn wir Politiker, auch gerade wir Innenpolitiker, wussten, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, ein Krebsgeschwür hat gerade Herr Kollege Bialas gesagt, da möchte ich mich anschließen. Dennoch muss ich zumindest zu meiner Person sagen, ich war überrascht über das Ausmaß, was uns dort erreicht hatte. Lüchte, Münster, Bergisch Gladbach, irgendwie wollten die Meldungen kein Ende mehr nehmen. Und nicht nur, dass wir angewidert von den Taten der Täter waren, sondern auch über die Datenmasse, diese Fülle, die heutzutage im fortgeschrittenen Internetzeitalter jetzt einfach per Tastendruck mal eben schnell von einem Adressaten zu dem anderen geht. Und wie auch gerade eben schon gesagt wurde, es ist überhaupt nicht möglich, von Menschen händisch diese Datenfülle zu bearbeiten und zu bewerten. Und dementsprechend war es sicherlich mehr als richtig, die ZAK technisch aufzurüsten. Es gibt inzwischen Bilderkennungsprogramme, die haben eine Analysetrefferquote von 92%. Und das ist sicherlich eine Erlösung, eine Verstärkung unserer Kollegen, die dort arbeiten und die sich mit diesem schweren Themenfeld auseinandersetzen. Und es muss schnell gearbeitet werden. Denn es ist leider anzunehmen, dass hinter den meisten Tätern auch noch Kinder sind, die sich noch unter dem Einflussbereich ihrer Peiniger befinden und die dort schnellstens befreit werden sollten. Und ein weiteres Thema ist auch die Prophylaxe. Denn es ist erschreckend, wenn auch irgendwo nachvollziehbar, dass viele der ehemaligen Opfer selber zu Tätern werden, um ihre seelischen Qualen zu mindern, so traurig wie das ist. Und ein schnelles Eingreifen kann hier diesen Teufelskreis helfen zu unterbrechen. Ein zweiter wichtiger Punkt, der gerade eben gesagt wurde, ist die Vernetzung. Allerdings auch sicherlich nicht nur hier im Landesinneren oder im Bund, sondern auch mit dem Ausland. Die MEC ist eine US-amerikanische Organisation, die sich mit vermissten und ausgebeuteten und auch sexuell ausgebeuteten Kindern beschäftigt. Dort sehen Sie an jedem großen Walmart auch die Bilder von vermissten Kindern aus der Region mit großem Erfolg. Vielleicht sollte man sich da auch mal ein klein bisschen orientieren. Und um es mal praktisch auszudrücken, sollte ich von einem deutschen Server diese Daten, kompromittierendes Datenmaterial, auf einem US-Server hochladen, dann erhält sofort die NCMEC davon Kenntnis und übermittelt diese Daten auch direkt ans BKA. Und da wurde auch schon sehr erfolgreich mitgearbeitet. Also internationale Vernetzung bei einem internationalen Phänomen ist sicherlich das Gebot der Stunde. Und der dritte entscheidende Punkt, der in diesem Antrag wiederzufinden ist, ist natürlich auch das Know-how, was mehr in unsere Staatsanwaltschaften einfließen muss. Ich beschäftige mich seit knapp 2 Jahren hier im PUA Kindesmissbrauch mit diesen Fällen und es ist sicherlich nicht nur mir ergangen, als wir erfahren haben, wie gering das Know-how in Jugendämtern ist, was beispielsweise Täterstrategien angeht, das Stockholm-Syndrom oder stumme Hilfeschreie dieser Kinder. Da muss viel mehr auf jeden Fall auf eine Spezialisierung geachtet werden. Und ich bin auch sehr froh, dass der Nachwuchs hier in den Fokus genommen wird, dass man schon während der Ausbildung als Rechtsreferendar dort mal praktisch mit diesen Themen in Berührung kommt. Denn es ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache auf lange Sicht. Man braucht ein dickes Fell. Alles in allem ein runder Antrag, ein guter Antrag und weil es auch ungewöhnlich ist, dass die Opposition auch mal einen Antrag der Landesregierung lobt, muss ich sagen, hier können wir bei all diesen Punkten bedingungslos zustimmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Vogel.